No, you listen to me. What you did is unforgivable. Und damit willkommen zurück. Don't tell me to calm down. You're putting a kid in danger. Zu einer neuen Episode. That isn't the problem. You're putting his life in danger. Zu einer neuen Folge hier heute. This is wrong. Auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zurück. He's 14 years old. Listen to me now. Leave Alex alone. Dafür sind wir auch. Don't tell me to calm down. He's 14 years old. Hey. You really that stupid? Go away, young blood. No, you listen to me. What you did is unforgivable. Of course he said yes. He thinks this is all a game. Na, gehen wir mal erstmal da rein. What do you want, kid? If you want food, sorry, only truckers can eat you. Okay, der Typ am Telefon. That's Big John. I heard things about him. Shady things. Auf dem Weg zur Mauer? Actually, yeah. Backup security for Tyrek. To ensure his victory, you know what I mean? Now get out of here before I call the cops. Okay, er mag uns schon mal nicht. Probelose kaufen wir jetzt mal nicht. So viel Geld haben wir nicht. Und hier könnten wir tatsächlich einbrechen. Oh, ein Trucker. Listen to me now. Leave Alex alone. Wer ist der Typ am Telefon? This is wrong. I don't like him. This is wrong. Mehr können wir mit ihm nicht reden. Don't tell me to calm down. Vielleicht können wir noch mal mit ihm reden. I could care less that you listen to me, Robert. You asked a kid to make you a bomb. Are you stupid? If anything happens to him, okay. I'm coming for you. Got me? Eine Bombe. Kid, it's me. Can we talk? No, no. Listen, please. You don't want to do that. I know what I promised you, but you can't do that. Please, listen! Hello? Hello? Oh, God damn it! What are you looking at? Uh-oh. Come on, John. Young blood, come over here. Redest du mit mir? Sit down, please. Listen, sorry I yelled at you earlier. I was just angry at myself. Anyway, I feel better now that I've eaten a little something. Eine Kleinigkeit. Wütend auf dich selbst. I don't want to get into that if you don't mind. But maybe we can chat about something else. Okay. An der Mauer wird etwas passieren. Yeah. I feel it in my bones, kid. Something good or real bad. Ich hoffe sehr, dass Floris das durchzieht. I wouldn't count on it, young blood. I don't trust the electrical system. Hey, I got all this food. Eat something. Danke. Performance, soft drink. Feeling better? Still look like you've run a marathon in the desert. Ich meine, die Punkte können wir gebrauchen. I got an idea. Why don't you catch up on some Z's in my rig? Ich könnte tatsächlich etwas Schlaf gebrauchen. Wir wissen ja schon, dass John ein guter ist. Müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Da müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. Jetzt sind wir komplett ausgeruht.
Hey, it's time to wake up, young blood. Sorry to wake you like this. How'd you sleep? Ganz gut. Glad to hear it. That's the kid I was talking to. He's crazy smart, young blood. Alex. Klingt ziemlich angespannt zu sein. He thinks I broke a promise. And I did. But I have my reasons. That's Robert. He's the guy I was angry with on the phone. It's funny. I once considered him a friend. Warum warst du wütend? He asked the kid to build a bomb. A cop was hurt because of it. And now he wants a bigger one for election day. That's what he does. Alex! He's the kids. Did the same thing with a girl named Lola in 86. Alex hat die Bombe gebaut, die seine eigene Mama verletzt hat. But I need your help. Oh mein Gott. Und Lola ist die Tochter von dem Taxifahrer. Thanks, kid. The kid won't listen to me. But maybe he'd listen if you gave him a call on the CB. Ich schätze, ich kann es versuchen. Thank you, young blood. The CB is in front of you. Na dann mal los. I told you, John, I don't want to talk. Ich bin nicht John. Who is this? Jemand, der John kennt. Oh. He's there, isn't he? Ja, ist er. Man, I knew it. Können wir kurz reden? Homie, I don't want to be rude, but why are we talking? Weil John sich Sorgen um dich macht. I see. He told you what I was doing for Robert then? Look, I don't see where this discussion is going. I'm about to hang up. Uh-oh. Please, don't lose him, young blood. Was soll ich machen? I don't know, but keep him talking. Du bist schlau, du weißt, dass eine Bombe töten kann. Yeah, of course. But sometimes, people need to be hurt for a good cause. You know what Tyrek's doing to teens, homie. Du hast so viel Potenzial, Alex. Yeah. One day I'm gonna start my own company, yo. Look, I don't got much time. I promise Robert results. Don't do it, kid. You don't want blood on your hands. Believe me, I know. I just want info on my parents. No one will tell me anything. Erzähl ihm von seinen Eltern. I don't know where to start. Fang mit ihren Namen an. Naomi and Steven. Those were your parents' names. Naomi and Steven? Mach weiter. What you did? That hurt me, John. We had a deal. I trusted you. I know. I'm sorry, kid. Please forgive me. I want to know more, but not like this. Can we meet soon? And you'll tell me everything you know? Yeah, yeah. I promise, kid. Wir sagen dazu nichts, das ist ihre Entscheidung. Okay. Bye, John. See you soon, kid. Oh, er baut die Bombe nicht. Okay. Thank you, young blood. He's safe now, thanks to you. Uiuiuiuiui, da kriege ich ja direkt Gänsehaut. Da krieg ich ja direkt Gänsehaut. Jetzt hätte John uns aber auch ruhig mal ein Stückchen mitnehmen können. Wir suchen den Bus.
Oh Gott, oh Gott. Das war ja mal wieder spannend. Welcome aboard, kid. When you left an open door, I couldn't help. Bist du schon lange auf der Straße unterwegs? A couple of weeks now. But it feels longer than that. You? Ungefähr gleich. Are you frightened? Manchmal. I know it's tough. But try not to think about it. What you should do now is rest, if you can. You'll feel better. Oh, jetzt hätten wir uns hier auch erholen können. Wir haben jetzt natürlich schon super voll. Also wirklich super volle Energie. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Awake, eh? Oh, er ist weg. Wo ist der andere Fahrgast? He got off while you were asleep. Ich fahre noch ein bisschen länger mit. Yeah, fine by me. Sind interessante Busse, muss man dazu jetzt mal sagen. So, wir kommen der Grenze näher. Bus ist also immer eine gute Möglichkeit, um sich wirklich auszuruhen. Oh, sehr nah sogar. Dann kann man nämlich gleich ein paar Punkte durchs Schlafen wieder gut machen. Zwei sind es, glaube ich, dann meistens. Und wir haben nur einen Punkt verloren. Und es ist der 29. Juli. Und wir sind wieder kurz vor der Grenze. Nachdem es das letzte Mal jetzt ja doch sehr dramatisch war. Mal sehen, was dieses Mal an der Grenze passiert. Schrauber? Okay. Da ist Polizei. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen auf jeden Fall. Jetzt ist ja der Baum umgefallen. Ja, ich erinnere mich, wir konnten da nicht mehr durch. Wir sind dann andersrum über den, da noch umgefallen war, gegangen. Das heißt, das hier ist jetzt auch sozusagen der einzige Weg dahin. Ist immer ein anderer Weg dahin. Da ist das, was wir noch gesprüht haben. Wir sind jetzt heute einfach mal rebellisch und sprühen es nochmal dazu. So, jetzt müssten wir eigentlich das Geld, was ich hier zurückgelassen habe, als wir in der einen Episode so viel Geld hatten, das müsste jetzt eigentlich da liegen. Ja. Tatsächlich. Sehr gut. An die Person, die etwas Geld hier gelassen hat. Ich habe Gerüchte über diesen Felsen gehört, aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es tatsächlich stimmt. Wie auch immer, ich weiß nicht, wer du bist oder ob du ein Grenzüberquerer wie ich bist, aber vielen Dank, das meine ich von Herzen. Dank dir habe ich jetzt die Chance, dieses Höllenloch ein für alle Mal zu verlassen. Da haben wir nämlich Geld zurückgelassen. Oh, hier können wir uns auch nochmal erholen. Hier hat jemand jetzt so eine Schlafnische gebaut. Können wir mit voller Energie losziehen. Das ist gut. Das ist echt gut. Diesmal sind wir auch nicht entführt worden, während wir draußen geschlafen haben.
Nicht so wie letztes Mal. Na dann mal los. Auf den Hubschrauber achten und los. Auf geht's. 0 Kilometer bis zur Grenze. Und was sich für uns hinter der Grenze befindet, oder ob wir es überhaupt hinter die Grenze schaffen mit unserem jetzigen Charakter, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.